Heute bei Transfermarkt TV zwei interessante Personalien rund um den FC Bayern. Zum einen geht es um Philippe Coutinho. Der könnte im kommenden Jahr womöglich etwas günstiger zu haben sein. Wir wollen von euch auch wissen, wie viel würdet ihr für den Starspieler ausgeben? Und dann geht es um Luca Waldschmidt. Der FC Bayern soll Interesse an dem Nationalspieler haben. Das alles und viel mehr bei uns jetzt. Wie immer der Hinweis, wenn euch das Video gefällt, abonniert gerne unseren Kanal und lasst ein Like da. Es war einer der weltweit größten Deals am Deadline-Day. Ante Rebic wechselte per Leihe von Eintracht Frankfurt zum AC Mailand und André Silva landete im Tausch bei der SGE. Rebic wollte diesen Schritt unbedingt machen. Sechs Wochen später ist Silva Stammspieler in Frankfurt, während Rebic in Mailand nur Ersatzspieler ist. Frankfurts Vorstandsboss Wolfgang Stäubing hat jetzt gegenüber der Bild dazu deutlich Stellung bezogen. Er sagt, ganz ehrlich, da fehlen mir die Worte. Er wollte unbedingt weg, weil er das Gefühl hatte, dass er sonst als einziger der drei Stürmer bei Eintracht hängen bleibt. Jetzt sitzt er draußen. Verzockt. Deutliche Worte. Spannender Nebeneffekt noch. Milan belegt aktuell in der Serie A nur Platz 13. Es gab einen Trainertausch und der neue Trainer Stefano Pioli war der Mann, der Rebic beim AC Florenz damals 2017 per Leihe nach Frankfurt geschickt hat. Also wirklich fraglich, ob er jetzt auf ihn setzt. Wir wollen von euch wissen, hat sich Rebic verzockt oder startet er noch durch beim AC Mailand? Kommentiert das Ganze gerne hier unter dem Video. Philippe Coutinho ist der neue Superstar beim FC Bayern. Er überzeugt bisher auf ganzer Linie. In seinen 6 Einsätzen hat er 2-mal getroffen, 2 Vorlagen gegeben. Die Frage ist nur, wie lange sehen wir ihn in der Bundesliga beim FC Bayern? Klar ist, die Leihe geht bis nächsten Sommer und dann gibt es eine festgeschriebene Klausel, die besagt, für 120 Millionen Euro kann Bayern Coutinho kaufen vom FC Barcelona. Nun gibt es Gerüchte, dass diese Summe geringer ausfallen könnte. Das berichtet die spanische Zeitung AS. Klar ist, Coutinho fühlt sich pudelwohl beim FC Bayern. Er sagt, ich habe hier von Anfang an die Unterstützung der Teamkollegen, des Trainerstabs, der Fans und der Journalisten gehabt. Das ist wichtig für mich. Coutinho hat in Barcelona noch einen Vertrag bis 2023, doch laut der AS möchte Barca den Spieler loswerden. Ein paar interessante Zahlen noch. Sie hatten damals 145 Millionen Euro für ihn bezahlt an den FC Liverpool. Mittlerweile hat er noch einen Marktwert von 90 Millionen. Und die Leistungsdaten noch in Barcelona. In 76 Spielen hat er 21 Tore erzielt und 11 Vorlagen gegeben. Hier eine interessante Meinung von Andrea Pirlo, der Italien-Legende. Er sagt, Bayern hat einen Spieler wie Coutinho gebraucht, vor allem nach dem Abgang von Franck Ribéry und Arjen Robben. Er hat sich hervorragend integriert. Bayern ist ohnehin ein starkes Team, aber durch ihn wurde die Qualität nochmal angehoben. Also er sagt ganz klar, er soll in München bleiben. Und das wollen wir natürlich auch von euch wissen. Was sagt ihr? Wie viel Geld soll der FC Bayern bezahlen? Wir haben eine Umfrage bei YouTube gestartet. Weniger als 70 Millionen sagen 13% von euch, 70 bis 80 Millionen 40%, 80 bis 90 Millionen 23%, 90 bis 100 Millionen sagen 17% und maximal 110 Millionen Euro 8%. Also wie gesagt, eigentlich 120 Millionen, aber er wird wohl günstiger werden. Macht gerne weiter mit bei der Umfrage. Dann kommen wir zu diesem Mann, Luca Waldschmidt. Er ist weiterhin in bestechender Form. Jetzt gibt es Gerüchte, nach denen der FC Bayern ihn auf dem Zettel hat. In der aktuellen Saison hat er 5 Tore in 8 Pflichtspielen erzielt, ist zum A-Nationalspieler geworden, hat 2 Einsätze absolviert. Im Sommer 2018 war er für 5 Millionen Euro vom HSV nach Freiburg gewechselt. Er ist eines der herausragenden Talente, ganz klar. Frage ist nur, hat er jetzt schon einen Platz beim FC Bayern oder müsste er warten, bis Robert Lewandowski letztendlich beim FC Bayern aufhört? Wout Weghorst, er ist der Leistungsträger beim VfL Wolfsburg. Der 27-jährige Niederländer hat in dieser Saison schon wieder 4 Tore, 2 Assists in 7 Spielen. Letzte Saison hat er sogar 17 Mal getroffen. Und es heißt, er will den Verein wechseln. Wir haben hier ein Zitat von ihm. Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht und habe Ambitionen. Ich möchte das Maximale aus meiner Karriere herausholen. Meine Familie und ich sind sehr zufrieden und fühlen uns sehr glücklich in Wolfsburg. Was kommt, das kommt. Aber im Moment habe ich ein gutes Gefühl und mir wurde viel Respekt entgegengebracht. Ich habe hier meinen Platz.
Der FC St. Pauli will Christian Conte an den Verein binden, das meldet die Morgenpost. Es soll eine Vertragsverlängerung kurz bevorstehen. Conte ist 20 Jahre jung, links außen, aktueller Marktwert 500.000 Euro. Aktuell ist er verletzt, aber in 6 Spielen hat er in dieser Saison für den Kiezclub schon 2 Tore erzielt und eine Vorlage gegeben. Der FC Barcelona ist am deutschen U17-Nationalspieler Karim Adeyemi interessiert. Das berichtet Mundo Deportivo. Der 17-jährige Mittelstürmer ist aktuell beim FC Liefering unter Vertrag bzw. ausgeliehen von Red Bull Salzburg. Hat Vertrag bis 2021, Marktwert 1,5 Millionen Euro. Im August wurde er zum besten Nachwuchsspieler seiner Altersklasse ausgezeichnet und hat die Fritz-Walter-Medaille bekommen. Bereits im Sommer wollte der FC Schalke Sturmreservist Mariano Diaz von Real Madrid verpflichten. Der 26-Jährige entschied sich jedoch gegen einen Wechsel zu den Königsblauen und wollte in Madrid bleiben. Nun könnte es laut Sky Info aber erneut heiß um die Personalie werden. Demnach hat Schalke Mariano weiterhin im Blick und hofft auf eine Verpflichtung im Winter. Real will den Mann aus der Domrep loswerden. In dieser Saison wurde er von Trainer Zidane noch kein einziges Mal in den Kader berufen. Dann kommen wir noch zu einigen internationalen Gerüchten. Zum einen geht es um den FC Chelsea. Da stehen offenbar 2 prominente Stürmer vor dem Absprung. Zum einen geht es um Olivier Giroud, der 33-jährige Franzose. Hat erst 3 Spiele absolviert, Marktwert 12 Millionen Euro. Er sagt selbst dazu: Wenn ich am Ende gezwungen bin, eine Entscheidung zu treffen, werde ich es so machen wie damals, als ich Arsenal verlassen habe. Das klingt nicht gerade positiv. Zweiter Name, Michy Batshuayi. Der 26-jährige Belgier mit einem Marktwert von 25 Millionen Euro hat immerhin schon 5 Spiele absolviert, 1 Tor erzielt. Aber auch hier, da stehen laut Sky die Zeichen auf Abschied. Real Madrid will sich scheinbar mal wieder beim FC Chelsea bedienen. Es geht um N'Golo Kanté. Der 28-jährige Franzose soll kommen. Allerdings würde er rund 160 Millionen Euro wohl kosten. Eine Summe, die Real nicht in voller Höhe bezahlen würde. Und an dieser Stelle kommt dann James Rodriguez ins Spiel. Der Kolumbianer wiederum soll bei Chelsea auf der Wunschliste stehen. Und James hat seinen Marktwert in dieser Saison mit einigen starken Auftritten wieder leicht angehoben. Real hofft demnach offenbar, dass Kanté für rund 100 Millionen Euro kommt, wenn der Ex-Münchner gleichzeitig in London anheuert. Das letzte Wort hat aber natürlich Chelsea-Boss Roman Abramovic, denn Conte besitzt noch einen Vertrag bis 2023 ohne Ausstiegsklausel. Serie A-Club AS Rom will den auslaufenden Vertrag mit Lorenzo Pellegrini verlängern, das meldet Calciomercato. Bislang läuft der Vertrag bis 2022. Es gibt eine Ausstiegsklausel von 30 Millionen Euro und diese möchten die Italiener unbedingt streichen. Aktuell leidet Pellegrini unter einem Mittelfußbruch, kann nicht spielen. Ansonsten ist er aber ganz klar einer der Leistungsträger. Atletico Madrid möchte Ivan Sabonic verleihen. Der Mittelstürmer der Spanier hat aktuell noch keine Minute gespielt und soll verliehen werden. Er wurde im Sommer für 500.000 von der zweiten Mannschaft von Benfica verpflichtet. Sabonic ist U21-Nationalspieler Serbiens und hat einen Marktwert von 3 Millionen Euro. Wir wollen uns jetzt mit dem Golden Boy Award beschäftigen. Da geht es um den besten Nachwuchsspieler unter 21 Jahren. Es gab 100 Nominierte und mittlerweile sind nur noch 20 Nominierte übrig geblieben. Und die wollen wir euch jetzt mal zeigen und etwas näher drauf eingehen. Los geht es mit Alphonso Davies vom FC Bayern. Der 18-jährige Linksaußen aus Kanada hat sich in dieser Saison doch schon so ein bisschen durchgesetzt, für Furore gesorgt. Matthijs de Ligt ist natürlich dabei, der Titelverteidiger, er gewann 2018, der jüngste Kapitän in einer K.O.-Phase der Champions League, jüngster Kapitän in einem Champions League-Halbfinale, beides ja mit 19 Jahren. Im Sommer ist er dann für 85,5 Millionen Euro zu Juve gewechselt, der zweiteuerste Verteidiger nach Harry Maguire der Welt. Mit Ajax letzte Saison grandios aufgespielt, Marktwert mittlerweile 75 Millionen Euro. Dann haben wir Gianluigi Donnarumma, das Torwarttalent vom AC Mailand, 20 Jahre jung.
Dann Phil Foden, der gilt als das Top-Talent von Manchester City. Für Pep Guardiola, den Trainer, ist er unverkäuflich. Er würde ihn nicht mal für 500 Millionen Euro verkaufen, sagt er. Aktuell in dieser Saison noch kaum eingesetzt, letzte Saison häufiger zum Einsatz gekommen. Marktwert 30 Millionen Euro. Matteo Guendouzi vom FC Arsenal, 20 Jahre jung, wechselte 2018 auf die Insel, wurde auf Anhieb Stammspieler. Wurde erstmals für Frankreichs Nationalmannschaft nominiert, hat aber noch nicht gespielt. Ist mittlerweile quasi der Dompteur des Arsenal-Mittelfelds geworden. Er hat einen Marktwert von 45 Millionen Euro. Erling Haaland darf natürlich auch nicht fehlen. 19 Jahre jung von RB Salzburg, sorgt gerade für Furore. 11 Tore in 8 Pflichtspielen. Kai Havertz aus deutscher Sicht darf da natürlich auch nicht fehlen. Das Top-Talent aus der Bundesliga aus deutscher Sicht. Zweitwertvollster Spieler mittlerweile der Bundesliga. Mittlerweile auch fester Bestandteil der Nationalmannschaft. Ist wohl im Kader von Bayer Leverkusen der wichtigste Spieler. Gibt viele Gerüchte. Wohin wechselt er? Bayern, Dortmund, Juve. Eigentlich soll jeder Top-Verein dran sein. Er kann sich den Verein aussuchen. Er hat in dieser Saison 10 Spiele absolviert, 3 Tore erzielt und eine Vorlage gegeben. Dann Ansu Fati, das 16-jährige Top-Talent aus Spanien vom FC Barcelona, hat auch für Furore gesorgt. Der jüngste Spieler aller Nominierten, 16 Jahre jung. Steiler Aufstieg bei Barça in letzter Zeit, ist seit 2012 in Barcelona. Er ist der zweitjüngste Spieler überhaupt in der Geschichte, der einen Ligaeinsatz hatte beim FC Barcelona. Er ist der jüngste Liga-Torschütze. Es gibt so viele Daten, mit 16 schon für die U21 nominiert. Und aktuell der wertvollste U17-Spieler der Welt, Marktwert 25 Millionen Euro. Joao Felix, der ist in der vergangenen Saison so richtig aufgestiegen bzw. bekannt geworden. In der Rückrunde mit Benfica ging er richtig ab. 19 Scorerpunkte in der Rückrunde der Liga. In der Europa League hat er 3-mal gegen Frankfurt getroffen. Dadurch kennen wir ihn natürlich auch gut. Im Sommer wechselte er zu Atletico für 126 Millionen Euro. Der teuerste Sommertransfer vor Griezmann und Hazard. Dann haben wir noch Dejan Jovic aus der Bundesliga von Eintracht Frankfurt. Der Serbe, 20 Jahre jung, mit einem Marktwert von 40 Millionen Euro. Schauen wir auf die nächste Seite. Da haben wir Moise Keane, der 19-Jährige vom FC Everton. Im Sommer für 27,5 Millionen Euro gewechselt. Bei Juve hat er in der Rückrunde für Furore gesorgt, vergangene Saison. Meistens in Kurzeinsätzen. Er war jüngster Juve-Spieler in der Liga-Geschichte und der erste Spieler in der Serie A, der im Jahr 2000 oder später geboren wurde. Marktwert aktuell 40 Millionen Euro. Kang In-Lee ist dabei, 18-jähriger Südkoreaner aus dem offensiven Mittelfeld vom FC Valencia. Marktwert 20 Millionen Euro. Andriy Lunin, Torwart von Real Valladolid aus Spanien. Der Ukrainer mit einem Marktwert von 7,5 Millionen aktuell. Daniel Malen darf natürlich nicht fehlen. Der dreht gerade richtig auf bei der PSV in Eindhoven. 10 Tore in 9 Pflichtspielen für den 20-jährigen Mittelstürmer. Mason Mount aus England dabei. Aus der Chelsea-Jugend wurde immer wieder verliehen. Hat sehr überzeugt dann. Jetzt fester Bestandteil der Profis von Chelsea. Hat sein Debüt gefeiert in der Nationalmannschaft. Englands Marktwert ist auf 35 Millionen Euro gestiegen. Diese Saison in der Premier League 8 Spiele, 4 Tore, 1 Assist. Rodrigo, 18-jähriger Brasilianer. Zu Real Madrid im Sommer gewechselt für 45 Millionen Euro. Er hat einen 6-Jahres-Vertrag unterschrieben, hat gleich beim Debüt getroffen. Sehr verheißungsvoll. 3 Spiele, 2 Tore. Laut dem Guardian gehört er zu den größten Talenten des Jahrgangs 2001 weltweit. Dann natürlich aus der Bundesliga. Er darf nicht fehlen. Jadon Sancho, wertvollster Spieler der Liga in Deutschland. Letzte Saison der komplette Durchbruch. Bester Vorlagengeber der vergangenen Spielzeit, Debüt in der englischen Nationalmannschaft. 2017, ganz interessant, für gerade einmal 7,8 Millionen Euro verpflichtet. Letzte Saison 13 Tore, 19 Vorlagen in 43 Spielen. Diese Saison auch schon wieder 4 Tore, 7 Vorlagen in 11 Spielen. Ferran Torres ist dabei, 19-jähriger Rechtsaußen,
vom FC Valencia, Marktwert 20 Millionen Euro. Vinicius Junior von Real Madrid ist dabei, 19 Jahre jung, Linksaußen für 45 Millionen verpflichtet. Im September das erste Mal für die brasilianische Nationalmannschaft aufgelaufen, in der Saison 18-19 mit 31 Pflichtspielen für die erste Mannschaft. Seine Bilanz 3 Tore, 12 Vorlagen, Marktwert 70 Millionen Euro. Und last but not least, Nicolo Saniolo, 20-jähriger offensiver Mittelfeldspieler von der AS Rom. Er hat einen Marktwert aktuell von 40 Millionen Euro. Soweit die Übersicht. Wir wollen von euch natürlich wissen, wer ist für euch der Golden Boy? Macht mit, schreibt es in unsere Kommentare. Hier haben wir schon mal zwei Meinungen. Chris 1909 sagt, bin gespannt, wer es wird. Für mich ein Vierkampf zwischen De Ligt, João Felix, Sancho und Havertz. Dann haben wir Term-User Quicknick. Kann eigentlich nur über De Ligt gehen. Schwierig ist eher die Reihenfolge. Dahinter Sancho, Felix, Havertz, sagt er. Wir wollen natürlich auch eure Meinung wissen. Macht mit, kommentiert das Ganze fleißig unter unserem Video. Die spanische Nationalmannschaft hat sich als sechstes Team für die Euro im kommenden Jahr qualifiziert. Der dreimalige Europameister hat sich in seiner Gruppe souverän durchgesetzt. Gestern gab es ein 1:1 gegen Schweden und damit bleiben die Spanier am 8. Spiel der Gruppe F ungeschlagen. Sie sind mit 20 Punkten Tabellenführer. Dahinter kämpfen Schweden, Rumänien und Norwegen um das zweite Ticket. Der einstige Weltklasse-Torhüter Edwin van der Sar wäre zu seiner aktiven Laufbahn fast zu Borussia Dortmund gewechselt. Ich hatte zwei Möglichkeiten und hätte nach Liverpool oder Dortmund wechseln können, sagte der 48-jährige Niederländer. Nach zwei Spielzeiten bei Juve gab es 2001 das Interesse vom BVB und auch aus der Premier League. Beide Vereine haben ein wenig gezögert, also habe ich mich letzten Endes für Fulham entschieden, sagte er. Nikolai Müller verlässt Eintracht Frankfurt und schließt sich dem australischen Erstligisten Western Sydney Wanderers an. Der Offensivmann wird als Ersatz für den verletzten Radoslav Majewski geholt. In Sydney trifft Müller auf Trainer Markus Babbel aus Deutschland und auf die ehemaligen Frankfurter Pirmin Schwegler und Alexander Meyer. Aufsteiger Paderborn muss mehrere Wochen auf Innenverteidiger Uwe Hünemeyer verzichten. Der 33-Jährige verletzte sich im Training. Nach Angaben des Bundesligisten ergab eine Untersuchung, dass Hünemeyer, der in dieser Saison lediglich beim Spiel gegen Mainz gefehlt hatte, einen Bänderriss im rechten Sprunggelenk sich zugezogen hat. Und HSV-Innenverteidiger Papadopoulos verstärkt künftig die U21-Mannschaft der Norddeutschen. Der 27-Jährige hat das mit Trainer Dieter Hecking und Sportvorstand Jonas Bold so abgesprochen. Aufgrund der für ihn sportlich unbefriedigenden Situation ist Papa mit dem Wunsch an uns herangetreten, den Verein im Winter zu verlassen. Da wir die Spannung im aktuellen Wettbewerb hochhalten wollen, sind wir gemeinsam zum Entschluss gekommen, dass er sich so lange bei der Regionalligamannschaft fit hält. So wird Jonas Bold zitiert. Das war Transfermarkt TV für diesen Moment. Ihr seid schon fleißig am Diskutieren, macht gerne weiter. Themen natürlich Philippe Coutinho. Wie viel sollen die Bayern ausgeben im kommenden Jahr? Und natürlich, wer soll Golden Boy des Jahres werden? Also bester Nachwuchsspieler U21. Macht fleißig mit. Der Hinweis noch, hier findet ihr die aktuellen Marktwerte der Bayern-Legenden. Und unten unser Video mit den Bundesliga-Abgängen aus dem Sommer. Die Prominenten, Ribéry, Pulisic und Co. Wie haben sie sich geschlagen? Also bleibt einfach auf diesem Kanal.